Rindfleisch mit Thai, Aubergine und scharfem Curry werde ich zubereiten. Und so sieht das fertige Gericht dann aus. Sehr, sehr lecker. Das sind die ganzen Zutaten im Überblick. Das Gericht brauche ich folgende Zutaten im Einzelnen. 300 Gramm Rindfleisch habe ich klein geschnitten. 250 Milliliter Kokosnussmilch. 6 Thai Auberginen. 3 rote große Chilis. Die großen sind nicht ganz so scharf. 1 Esslöffel Curry, der ist scharf. 1 Esslöffel Palmzucker. 2 Esslöffel Fischsoße. Dann etwa 10 K4 Limettenblätter und 15 Blätter vom thailändischen Basilikum bei Horapa. Die roten Chili schneide ich in längliche Stücke. So sollten die dann ungefähr aussehen. Dann zu den Auberginen, die habe ich gewaschen und tue ich dann vierteln. Das sind die klein geschnittenen Auberginen. In die Pfanne kommt etwas Speiseöl. Und der Curry tue ich schön gut verrühren. Und dann tue ich in die Pfanne von den 250 Milliliter bis 100 Milliliter hinzu in die Pfanne und tue das verrühren, dass der Curry sich auflöst. Das klein geschnittene Rindfleisch kommt dann dazu, auch schön verrühren. Die 2 Esslöffel Fischsoße gut verrühren. Die Auberginen. Und die restliche Kokosnussmilch. Auch gut verrühren. Dann füge ich den Palmzucker dazu. Das verrühre ich gut alles. Dann kommen die Chilis dazu. Die K4-Limettenblätter. Auch alles gut verrühren. Und das Ganze lasse ich nun 5 Minuten leicht köcheln. Zum Schluss kommt das thailändische Basilikum Horapa dazu. Und das lasse ich dann nicht länger als 1 Minute kochen. Und dann ist das Gericht fertig. Das fertige Thai Curry fülle ich dann in eine Schüssel. Das ist das fertige Thai Curry. Schmeckt sehr lecker, kann ich empfehlen, nachzukochen. Viel Spaß dabei und guten Appetit.